Dein Morgen mit Anna FM. Wie klingt das? Ihr erledigt euren Wocheneinkauf und in der Zwischenzeit bekommt euer Kind auf dem Supermarktparkplatz Schlagzeugunterricht. Klingt doch eigentlich nach einer ziemlich genialen und stressfreien Idee. Und das geht sogar tatsächlich mit der ersten und einzigen mobilen Schlagzeugschule in Deutschland. Wer dahinter steckt und wie das Ganze auch funktioniert, hört ihr in 10 Minuten hier bei Anna FM. Ich bin Cynthia. Morgen! Anna FM hier am Mittwoch. Nehmen eure Kinder Gitarren- oder Schlagzeugunterricht, dann kennt ihr sicherlich diesen Stress, immer wieder das Hinbringen, Abholen. Das ist aber von nun an Vergangenheit. Denn ab sofort kommt der Unterricht zu euch. Mit der ersten und mobilen Schlagzeugschule Deutschlands. Aus einem alten Rettungswagen wurde eine mobile Schlagzeugschule mit professioneller Ausstattung, mit E-Schlagzeug, einer super Anlage und sogar einer Nebelmaschine. Ferdinand Mauser oder einfach Ferdi kommt aus Hemmendorf bei Rottenburg und hat die erste mobile Schlagzeugschule in Deutschland gegründet und fährt von Montag bis Samstag rund um die Uhr zu seinen Schülern. Entweder direkt nach Hause vor die Garage, auf den Supermarktparkplatz oder vors Büro. Aktuell ist er noch im Landkreis Tübingen unterwegs, doch die Nachfrage ist so groß, dass er schon bald auch in anderen Landkreisen wie Pforzheim-Calw oder Karlsruhe unterwegs sein wird. Ferdi, wie kommt man bitte auf solch eine Idee? Ich hatte in einer Mietwohnung gewohnt und wenn man da Schlagzeug spielt, ist es halt echt so laut, dass vielleicht mal doch der Nachbar klopft. Und da dachte ich, da muss es doch irgendwas geben, dass ich quasi ja einfach Schlagzeug spielen kann, ohne jemanden zu stören. Und dann wollte ich für mich einen alten Transporter holen und Schlagzeug reinstellen und für mich nach Feierabend wirklich draufhauen. Ja, und dann kam halt der Gedanke, dass ich als Kind auch weite Wege zur Musikschule hatte. Und da dachte ich, hey, das ist doch eine coole Idee, so kann ich vielleicht zu den Leuten fahren, fängst mal beim Nachbarskind an, probier's mal. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Und wie läuft das Ganze dann ab? Also, man macht quasi einen Termin aus zu einer gratis Probestunde und dann komme ich tatsächlich mit diesem RTW zu den Leuten heim, park im Hof. Und der RTW, da muss man sich vorstellen, da ist ein elektrisches Schlagzeug drin, der ist klimatisiert drin. Ich brauche eine Steckdose, dann ja, stecke ich halt einfach im Prinzip ein Kabel in die Steckdose ein, beim Haus, vor der Garage. Und dann kann es schon losgehen, dann kann das Kind rauskommen und ist quasi dann in der Musikschule, in der Schlagzeugschule. Also da ist quasi alles an Bord, was man braucht. Und wo gibst du dann überall Unterricht? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn das Einkaufszentrum mitmacht, dass ich quasi ja einen festen Termin habe, beispielsweise immer montags 14 Uhr, fahre ich zum Einkaufszentrum, stecke da das ein, da kriege ich dann eine Steckdose und dann können die Eltern da einkaufen gehen, also die haben die immer ihren festen Einkaufstermin und das Kind hat währenddessen Schlagzeugunterricht. Und das funktioniert aber nicht nur da, sondern auch vor Büros. Also ich habe Leute, die machen das in der Mittagspause, das kann eine Arztzeit, da ist wirklich alles dabei, was man sich vorstellen kann, ja, wo halt einfach einen Ausgleich brauche zu ihrem Job quasi. Was sind so die kuriosesten Orte, wo du schon mal unterrichtet hast? Ja, also da gibt es drei Fälle, die sind wirklich eigentlich echt genial gewesen. Einmal war es vor einem Altersheim. Da war jemand, da war, jetzt muss ich überlegen, 83 war er. 83 Jahre in der Benifas Altersheim gefahren und der hatte dann da drin Schlagzeugunterricht. Dann das andere, das weiß ich auch noch, das war vom Krematorium. Da war halt jemand, der war halt Bestatter und der wollte halt auch mal dann in der Mittagspause ein bisschen einen Ausgleich haben. Und dann haben wir da vom Krematorium Park, vom Bestattungsinstitut, und dann haben wir da drin abgeguckt und der andere Ort war eigentlich auch auf so einem alten, ja, wie soll man sagen, so einem alten Autohof. Da waren nur Gasflaschen um mich rum, Leitungen, Strom, das sah so aus wie ein Lost Place eigentlich. Und da stand auch die mobile Schlagzeugschule. Fast für 50 Schüler in der Woche, von Montag bis Samstag, bist du rund um die Uhr unterwegs. Die Nachfrage ist so groß und nur im Landkreis Tübingen magst und kannst du auch nicht für immer bleiben, oder? Das ist so, dass ich das geschützt habe. Das heißt, die mobile Schlagzeugschule gibt es wirklich nur so einmal in Deutschland. Da habe ich auch das Patent drauf. Da ist einfach schon die Möglichkeit, dann in andere Landkreise zu gehen. Karlsruhe wäre Möglichkeit, das weiter auszubauen. Ich denke, dass es dieses Jahr noch nichts wird. Es liegt einfach momentan daran, da einfach, ja, so wie wir alle wissen, gerade mit Corona und Co.,
ist ja doch nochmal eine Art Zurückhaltung, weil man doch in der letzten Zeit schon ein bisschen Einbuße gehabt hat durch Corona. Deswegen denke ich, starte das Ganze erst nächstes Jahr. Aber es ist geplant, dieses Jahr schon RTW zu holen und den quasi umzubauen, weil das braucht auch ein bisschen Zeit, bis das Ganze dann steht. Die erste und bisher einzige mobile Schlagzeugschule Deutschlands. Mehr Infos, Fotos und Eindrücke findet ihr unter anna.fm. Anna FM. Endlich unter uns.